habe es fast geschafft, den wichtigsten Buchtermin im Jahr zu verpassen. Und nein, ich rede nicht von der Frankfurter Buchmesse, die werde ich dieses Jahr auf jeden Fall verpassen. Aber einmal im Jahr ist bei mir in der Heimatstadt ein riesengroßer Büchertrödelmarkt und die Bücher haben alle unschlagbare Preise. Also ich glaube, das Teuerste, was ich da jemals gesehen habe, war ein niegelnagelneues Hardcover für 7 Euro. Und auf diesen Termin fieber ich normalerweise das ganze Jahr hin. Diesmal habe ich es echt vergessen. Und Glück im Unglück, ich bin krank geworden letzte Woche. Vielleicht hört man es mir auch noch ein bisschen an oder man sieht es mir an, ich weiß es nicht. Aber ich habe dann gedacht, gut, diesmal stehst du nicht am Wochenende in der Uni, sondern fährst nach Hause. Und da hat meine Mutter mir gesagt, du, diesen Sonntag ist der Buchtrödel. Und da musste ich mich natürlich hinschleppen. Deshalb stelle ich euch heute meine neuen Zugänge vor. Ich habe 7 Bücher gekauft und es ist kein Witz, ich habe heute vom Tragen meines Koffers in der Schulter Muskelkater. Weil diese Bücher, das war einfach so schwer und ich musste es ja wieder zurück in meine Wohnung schleppen. Das war nicht schön. Aber das war es wert. Und ihr könnt die Bücher auch schon da liegen sehen. 7 Stück sind es wie gesagt geworden und ich stelle euch die einfach mal vor. Das erste ist die Landkarte der Zeit von Felix J. Palmer. Palmer, Strand. Ich würde so gerne in Urlaub fahren. Ja, ich weiß jedenfalls nicht so genau, worum es in dem Buch geht, aber irgendwie habe ich ganz oft mitbekommen, dass Leute davon unglaublich geschwärmt haben. Und es ist ein dicker Wälzer. Ich dachte, das ist jetzt eigentlich genau richtig für den kommenden Herbst und deshalb habe ich es mir mal eingepackt. 2 Euro habe ich bezahlt für das Buch. Ebenfalls eins, von dem ganz, ganz viele Leute geschwärmt haben, Die Seelen der Nacht von Deborah Harkness. Das ist ein Fantasy-Buch. Es sieht unfassbar kitschig aus, wenn ihr mich fragt. Also ich finde das deutsche Cover irgendwie ziemlich hässlich. Aber wenn ich das richtig mitbekommen habe, geht es da um Hexen und Dämonen und keine Ahnung, alles Mögliche. Aber es ist eben kein Jugendbuch, sondern ein Erwachsenen-Fantasy-Buch. Und ich bin schon sehr gespannt, weil auch das ist ein schön dicker Wälzer, mit dem ich sicher ein paar interessante Stunden verbringen kann. Außerdem, dieses Buch wollte ich schon ewig lange haben, nämlich Extrem laut und unglaublich nah. Heißt doch so, ne? Ja. Von Jonathan Safran Foer. Und zwar, weil ich ja das... Wo habe ich es denn? Genau hier. Weil ich ja Alles ist erleuchtet von ihm schon gelesen habe vor vielen Jahren. Ich weiß gar nicht, bestimmt vor 4, 5 Jahren. Und ich habe mich so in das Buch verliebt. Er hat einen unglaublich witzigen Schreibstil, obwohl er sehr ernste Themen behandelt. Und deshalb musste ich jetzt auch unbedingt dieses Buch haben. In dem geht es, glaube ich, um einen Jungen, der seinen Vater verliert bei den Anschlägen auf das World Trade Center. Und ja, das erzählt hier einfach so ein bisschen die Geschichte dieses Jungen. Und wenn es auch nur annähernd so geschrieben ist wie Alles ist erleuchtet, dann weiß ich jetzt schon, dass mir das Buch sehr, sehr gut gefallen wird. Vielleicht hat es ja irgendwer von euch schon gelesen und ihr könnt mir mal sagen, wie ihr es fandet. Aber natürlich habe ich mir auch wieder Jugendbücher gekauft, das gehört einfach dazu. Und das erste ist eins, von dem ich ja super viel Widersprüchliches gehört habe. Die einen sind unglaublich begeistert von dem Buch, die anderen hassen es. Deswegen war ich die ganze Zeit schon sehr neugierig darauf und als ich es dann ebenfalls für 2 Euro gesehen habe, musste ich es mitnehmen. Der Märchenerzähler. Hier geht es ja irgendwie, ich weiß auch nicht, um eine Liebesgeschichte zwischen 2 Jugendlichen und ich glaube, der Knackpunkt, warum die Meinungen bei diesem Buch so unglaublich auseinandergehen, ist eine Vergewaltigung, die stattfinden wird in dieser Geschichte. Mehr verrate ich natürlich noch nicht. Ich muss es auch, wie gesagt, selber noch lesen, aber ich freue mich schon sehr drauf. Ist wahrscheinlich eine ziemlich traurige, düstere Geschichte, vielleicht aber auch schön, ich weiß es nicht. Ich lasse mich gerne überraschen. Dann musste noch ein Thriller her, ein Jugendthriller von Wolf Dorn, Mein böses Herz. Auf dieses Buch habe ich auch schon ewig lange geschielt und ich glaube, als es erschienen ist, wann waren das überhaupt? Also es ist gar nicht so alt, aber als es erschienen ist, hat mir der Verlag auch angeboten, es zu rezensieren. Aber ich hatte damals überhaupt keine Lust, Rezensionen zu schreiben und habe deswegen abgelehnt. Seitdem wollte ich das Buch immer haben und es mir selber holen, aber ich
gebe es gerne zu, ich bin immer viel zu geizig, um mir Hardcover zu kaufen, weil 18, 19 Euro, vielleicht sogar 20 oder 25 für ein Buch sind mir doch einfach zu viel. So, ohne Einkommen als Student. Und ja, jetzt habe ich es endlich gefunden, jetzt werde ich es lesen, wahrscheinlich erst im Winter, weil so Thriller und sowas lese ich immer viel lieber im Winter. Aber dann kann ich ja gerne berichten, wie es war. Das ist mir sowieso aufgefallen, ich glaube, ich bin da ein bisschen spleenig, aber ich lese irgendwie bestimmte Genre viel lieber in bestimmten Jahreszeiten. Ich meine, klar, ich lese immer mal wieder aus allen Genres irgendetwas, aber es ist wirklich so, dass ich im Herbst eher so ruhigere Familiengeschichten lese. Also, was heißt Familiengeschichten? Ja, also Schicksalsgeschichten, irgendwie sowas. Und im Winter dann, ja, sagen wir so vor Weihnachtszeit, Weihnachten herum bis Silvester so ungefähr, da habe ich es total mit High Fantasy und anderen Fantasy-Geschichten, ich weiß auch nicht warum. Und danach, dann im Winter so der bis mittlerweile, wir kennen das ja alle, Mai geht, da habe ich es dann irgendwie ganz blutrünstig immer mit Thrillern. Also fragt mich nicht, woran das liegt, aber wahrscheinlich ist das einfach, weil ich mir denke, dieses Wetter macht mich aggressiv. Oder so. Ihr könnt mir ja mal verraten, wie das bei euch ist, ob ihr auch irgendwie bestimmte Jahreszeiten habt, wo ihr gerne bestimmte Genre lest. Tja, und ein Buch für meine, naja, Fantasy-Phase wäre dann noch dieses hier, der zweite Teil von Numbers. Ich habe, als der erste Teil rauskam, den sofort gelesen, weil ich die Idee unglaublich spannend finde, dass halt jemand existiert, der in den Augen der Menschen ihr Todesdatum lesen kann. Das Buch selber hat mich aber total enttäuscht. Also der erste Teil war für mich eines der schlechtesten Bücher, das ich je gelesen habe, weil diese unglaublich aufgesetzte Jugendsprache da drin mich nur genervt hat. Es wurden permanent irgendwelche krassen Schimpfwörter verwendet und es war einfach alles sehr merkwürdig. Also ich weiß nicht, ich spreche auch in Wirklichkeit nicht so. Ich kenne auch niemanden, der so spricht, deswegen möchte ich das noch viel weniger gerne lesen. Und da hat mir der erste Band einfach nicht gefallen. Aber ich habe von vielen gehört, dass ich dem zweiten noch eine Chance geben soll. Ich habe mich sehr, sehr lange davor gedrückt, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass der zweite Band wirklich besser wird. Aber hier gibt es ja schon einen anderen Protagonisten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Geht es hier um das Kind der Protagonistin aus dem ersten Band. Und vielleicht spricht der ja nicht ganz so wie Leute aus bildungsfernen Schichten. Ich weiß es nicht. Ich lasse mich auch hier überraschen und wenn es mir nicht gefällt, Pech. Das letzte Buch passt jetzt so ein bisschen in die Dramaschiene, die ich gerne im Herbst lese, und zwar Tote Mädchen lügen nicht von Jay Asher. Hier geht es ja um ein Mädchen, das Selbstmord begeht und vorher aber ihre Leidensgeschichte auf Kassette aufnimmt, oder sagen wir auf mehreren Kassetten, es sind nämlich viele, und diese Kassetten an die Leute schickt, die, naja, zum Teil daran schuld sind, dass sie letztendlich Selbstmord begangen hat. Für mich klingt das nach einer unheimlich spannenden Geschichte, weil so in der Form habe ich noch nie ein Buch gelesen, das sich mit Selbstmord beschäftigt. Und ich war super neugierig, wie das jetzt behandelt wird. Deswegen habe ich das Buch auch ehrlich gesagt schon innerhalb von einem Tag durchgelesen. Und ich weiß nicht, ich bin noch ein bisschen zwiegespalten. Vielleicht mache ich zu dem ganzen Buch nochmal eine Rezension, ein ganzes Video. Weil ich kann ehrlich gesagt nicht sagen, ob es mir jetzt gefallen hat oder nicht. Das muss ausdiskutiert werden. Vielleicht habt ihr es auch gelesen und ihr könnt mir ja mal sagen, ob euch ein Video dazu interessieren würde. Tja, und ihr könnt mir jetzt gerne beim Entscheiden helfen, denn ich bin noch total unschlüssig, was ich jetzt als nächstes lesen soll. Ich schwanke ein bisschen zwischen dem Märchenerzähler und extrem laut und unglaublich nah. Und ich weiß auch nicht, vielleicht werfe ich eine Münze oder ihr sagt mir, welches ich lesen soll. Ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Wir sehen uns, wenn es mir wieder besser geht, am Sonntag wieder. Ich hoffe, meine Erkältung ist dann auch endlich komplett weg, weil ich zwischendurch immer so röchel. So ein klingt nicht schön. Bis dahin, macht's gut und ciao!